Am Vollbart habe ich seit ungefähr 8, 29 Jahren. Ich habe seit ich 23 bin immer irgendwie Haare gehabt im Gesicht. Zuerst 20 Jahre so ein Kragenbart und dann Kinnbart mit dem Schnauz dazu. Und ich musste mich immer nass rasieren. Da hatte ich es mal eilig und habe eine Recke reingeschnitten und habe den Schweinehund einfach nicht mehr schön rund hingekriegt. Da habe ich meiner Frau gesagt, jetzt schneide ich ihn ab, lass den Vollbart wachsen. Und das jetzt 8, 29 Jahre seither. Mein Name ist Erwin Butsch, ich bin von Winnenden. Bin Mitglied bei Belle Moustache seit 2 Jahren und trage den Bart in der Art und Weise schon seit 13 Jahren. Beschäftige mich hobbymäßig auch noch mit historischem Tanz, Barock und Rokoko. Das heißt, man findet mich ab und zu mal auch im Schloss in Ludwigsburg bei irgendwelchen Events. Und ja, und das Thema Musketier begleitet mich eigentlich schon seit 1974. Da war ich im Rahmen einer Bürgerwehr bei einer 800-Jahr-Feier bei uns in Leutenbach, da wo ich herkomme, ursprünglich geboren bin. War ich Musketier, beziehungsweise ein Musketier im Rahmen der Bürgerwehr und somit war ich zum ersten Mal in Berührung mit einem Musketierbart und der Ausführung. Und ich sage jetzt mal von mir selber, wenn ich die Reinkarnation meiner selbst bin, dann war ich wahrscheinlich immer mein ersten Leben irgendwann mal im Mittelalter als Musketier unterwegs. Aus Freising. Ich habe schon 33 Jahre mein Bart und bin 2009 Weltmeister geworden in Hessen. Ich bin seit 16 Jahren jetzt bei dem Bartclub dabei und wir fahren immer um in ganz Europa, sogar in der ganzen Welt, von Amerika bis England, überall. Und es ist eine rechte Gaude. Jedes Jahr trifft man sich wieder, die Bartfreunde. Es macht immer einen Spaß, trinkt man ein paar Bier, tut man sich austauschen ein bisschen und es ist immer wieder super. Es ist also ein Hobby, es ist zwar kein Geld dahinter, es kostet zwar ein Geld, aber es macht immer einen Spaß. Schon über 20 Jahre habe ich den Bart, aber den Club haben wir noch nicht so lang, weil wir waren zuerst im Schönberger Club dabei, der Präsident und ich. Und das aus Zufall ist unser Club dann durch den Schönberger Club entstanden, weil wir nicht immer 400 Kilometer weit nach Schönberg fahren wollten. Da habe ich zu Willi gesagt, gründen wir doch selber einen Club. Und jetzt sagt er immer, ich bin schuld, dass er immer Präsident sein darf, weil ich das einmal angeregt habe. Also ich habe meinen Bart jetzt schon 8 Jahre. Ich habe früher schon Bart getragen, aber in Kurzform. Bis mich einer gefragt hat, ob ich nicht auf Meisterschaft mitfahren möchte. Und ich sagte, na gut, ich fahre mal mit. Und seitdem habe ich den Bart dann wachsen lassen. Und ich mache auch im Winter, also im Dezember, den Nikolaus.
Da ist das natürlich jetzt mit dem Vollbad hier, ist das natürlich besser, als wenn ich da so ein Gummibad habe. Hallo Barträger und natürlich auch die Frauen und Fans der Barträger. Wir laden euch ganz, ganz herzlich ein, am 2. November zur Weltmeisterschaft nach Leinfelden-Echterdingen in die Filderhalle. Wir können jetzt schon versprechen, spannende Wettbewerbe mit Teilnehmern aus der ganzen Welt. Sehr viele kommen aus Amerika, aus England, aus Australien, Neuseeland, Japan, und natürlich auch aus vielen anderen Ländern und natürlich die ganze Elite aus Deutschland. Es wird der Showdown des Jahres und wir erwarten 250 bis 300 Teilnehmer.